So, Stein, 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 Stein. Kleinstein. Oh nein, ein wildes Kleinstein greift uns an. Ich muss mich verteidigen. So, da oben. Dann. Da noch so ein bisschen. Oh, da ist ein Slime im Wasser. Ich habe Angst, da so ein bisschen ins Wasser reinzuspringen, weil... tief. Weil ich sterben könnte. So, Schneeblöcke passen hier natürlich sehr gut rein. Dahin. Vorsichtig runter. So. So sollte das reichen. Ah ne, ich hol erst nochmal Licht. Natürlich. Ich meine natürlich Luft. So. Und... Ah, funktioniert doch. Und da sehe ich auch schon Kupfer. Hey, abbauen, abbauen. Muss abbauen. Ich brauche Kupfer. Ich brauche Reichtümer. Erinnert mich ein bisschen an die Goldgräber von früher in California. Aber, naja. Ich bin ja nicht so der geschichtlich so interessierte Mensch, vor allem nicht an die Zeit. Deswegen kann ich da jetzt nicht so ein bisschen drüber blubberfaseln. Ach Gott, das hat mir doch der Habisot irgendwie erzählt, dass man sich unter Wasser Luft machen kann. Ich weiß leider nicht wie genau, aber ich habe eine Idee. Ist da jetzt Luft drin? Ich glaube nicht. Komm ich... Oh, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Scheiße, lass mich durch. Ich muss raus, ich muss raus. Lass mich durch! Ich muss raus, ich muss raus. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das war knapp, das war knapp. Klappt das so? Nee. Oh Gott, wie krieg ich denn hier Luft? Ich will da nicht ganz runtertauchen, um da auszuprobieren, ob da wirklich eine Luftreserve unten ist. Irgendwie so eine Robbe hier am Nordpol. Oder am Südpol, keine Ahnung. Ich muss das hier herausfinden. Oh, oh. Viel zu tief. Okay, jetzt habe ich verkackt. Schnell. Ich sehe auch nichts mehr. Vielleicht kann ich mich noch grad... Schnell, schnell. Oh Gott. Scheiße. Oh, oh. Nein! Scheiße. Lol, da oben ist ja mein Guide. Was macht der denn da unten? Ah, ich hätte diese komischen Sticks, genau. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich hätte die einfach runterschmeißen sollen und gucken, wie tief das ist. Ja, ich esse gerade. Frustessen, weil ich gestorben bin. Erstmal lecker. Und zweitens die Frage, wie komme ich an meine Sachen dran? Ich habe schon eine Idee. Ich muss erstmal ein paar Steinblöcke abbauen. Hä? Stein, 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 Stein. Okay, jetzt runter. Und die Steinblöcke an taktisch guten Positionen setzen. Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Oh Gott. Langsam muss ich wieder raus. Langsam muss ich wieder raus. Sonst gehe ich leider drauf. Ah, aber es funktioniert. So, da hinten noch ein Ding hinwerfen. So. Unten die Sachen jetzt gerade noch holen und dann passt das auch schon alles. So, ich muss noch meinen Grabstein abbauen. Ist auch ganz schön grausam, seinen eigenen Grabstein abzubauen, ne? Okay, halten wir fest, die Höhle hat uns nicht so viel gebracht, abgesehen mal von einem weiteren Tod. Aber, naja, ansonsten eher nichts. Das ist natürlich jetzt doof. Ja, man muss sich wohl in eine neue Höhle rein. Kann man wohl nichts machen. Oder ich grabe mich in eine neue Höhle. Was natürlich ein totaler Geniestreich wäre. Genie. Hey, Moment. Genau, das wollte ich dann noch machen. Hier mit dem Grabstein. Ne? Da. Dann mache ich hier so eine richtige Grabstätte.
Moment, Wooden Sword, Copper. Oh, das ist. Nee. Doch, Copper ist das. Copper ist schlechter als Holz? Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber ich nehme das mal so hin. So, Fackeln noch dahin. Was ist das? Ach, das ist ein Heiltrank. Den brauche ich aber vorerst nicht. Hm, genau, ich kann mir jetzt einen Ofen machen. Yay! So, Ofen lasse ich hinsetzen, danke. Hm, Stoneblock, Wood, Torch. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, weil das neben dem Ofen ist. Ja, hier oben kann ich das auch craften. Mysteriös. Wo ist denn jetzt der Ofen? Ich meine, ich kann mir erstmal noch einen Bogen machen. Bogen, 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 Bogen. So. Hä? Ach so, das sind die Sachen, die man dafür braucht. Ah, Copperbar, Copperbar. So, was kann ich denn mit den Copperbars machen? Kann ich mir irgendwas Coppermäßiges machen? Copperfeel zum Beispiel? Hm, anscheinend nicht. Dann mache ich mir jetzt mal noch ein paar Pfeile. Mit ein paar meine ich viele. So, da rein. Und dann gleich noch viel, viel mehr Feuerpfeile. Weil ich es einfach kann. So, zack. Copper Sword, das brauche ich nicht. Aber ich kann es noch nirgendwo hin tun, weil ich, wie gesagt, noch keine Kiste habe. So, noch ein paar Torches. Ach Gott, es beginnt schon wieder die Zombie-Belagerung, ey. Die spinnen noch alle, die Römer. Copper Ore. Sticky Torch. Sticky Glow Stick. Das lasse ich mal lieber erst. Snowbrick. Ne, das brauche ich nicht unbedingt. Dirt Wall, das auch nicht. Wood Wall, ja, davon brauche ich noch ein paar. Um unten den Keller weiter auszubauen. Wooden Platform. Hey. Achso, ja, richtig. Davon brauche ich, glaube ich, auch noch ein paar. Na, ein paar mehr. So, 21, das sollte reichen. Hier einen Stuhl, ja. Ich würde sagen, 2 Stück. Dann noch Tisch. Ich will es mir ja natürlich auch ein bisschen schön einrichten. So, das Holz brauche ich auch erst noch ein bisschen für die zweite Etage. Zweite Etage! Wachse! So, ich kann aber hochspringen, ne? Jo, das passt schon mal. Deswegen brauche ich mich auch diese Dinger hier. Hm, ja, einfach mal hin. So. Zack, zack, zack. Man, ungewohnt noch, dass die Spitzhacke jetzt auf 3 ist. So. Die abgebaut, danke. Ich will das nämlich genauso weit machen wie das Ding unter mir. Okay, so. Und dann bis dahin. Das heißt, das muss noch weg. Ah, lass dich abbauen. So, und genauso wollte ich es haben. Das nenne ich doch mal Schönheit. Schönheit in Perfektion hier. Aha, noch so ungewohnt. So, dann eine Torch da oben hin. Deine hin. Deine hin. Und deine hin. Ich hoffe, dass mal das mit dem Tisch und so passt hier hin. In die Ecke. Wie kann ich... Nee. So rum ist falsch. Genau, so rum geht das, okay. Also, damit zerstört man das. Ah, es funktioniert also doch. Sieht doch mal schön aus, oder? Aber ich würde das gerne noch um einen versetzen. Ja, ich weiß, die Perfektion ruft mich und ich muss diesen Ruf ereilen. So. Dahin, genau dahin soll's. Der Tisch daneben und dann der Stuhl. Ne, falsch, 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 falsch. So, weg mit dir und dann der Stuhl dahin. Ja, schöne Häuser bauen. Gut, was fehlt denn noch? Kann ich noch irgendwas anderes craften, was ich noch brauche? Ich glaube nicht. Nee. Nee, nee, nee. Gut, dann gehe ich erstmal nach unten und baue ein bisschen da weiter an meinem Keller. Jetzt mal die ganzen Wände hinsetzen.
Ach Gott, ich bin da immer noch so ein Profi drin im Wände setzen. Sollte ich eine Auszeichnung für bekommen? Der beste Wendesetzer auf der ganzen Welt. Ja. So. Alter, ey. Und verschwendet aber auch so viel Wände. Das glaubt man manchmal gar nicht. Das ist wirklich schon ganz extrem. Hast du gerade extrem gesagt, Digga? Ja, ich bin extrem, Junge. So. Da hin, 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 hin. Ach, doof. Jetzt muss ich noch die ganze Dirtwand wegmachen. Ja, super. Toll. Freue ich mich schon voll drauf. Ist auch voll keine Arbeit oder so. Nein, nein. Mach ich ganz schnell. Obwohl, ja, ist ja mehr oder weniger jetzt schon fertig. Hust, hust. Ach, jetzt muss ich noch mehr von den Dingern bauen. Kann ich die auch hier bauen? Nee. Muss ich zur Werkbank hin. Jetzt bin ich hoch. So, auf der Werkbank. Auf zum Atem. Ah, und noch viel, viel weiter. Ja, ich kümmere mich hier wirklich um gutes Aussehen. Nicht nur von mir selber, weil ich ja jetzt eine Frau bin und mich um gutes Aussehen kümmern muss, weil das in den Genen liegt, sondern auch noch um das Aussehen der Welt. Schrägstrich von meinem Haus. Da, da, da. Das noch weg. Ah, ich verstehe die ganzen Pfeile. Das gibt's doch gar nicht, ey. Dass ich das so verpeilt bin, das hätte ich selbst nicht gedacht. So, jetzt aber hier noch ein paar Wände setzen. Muss ich ja gezwungenermaßen. So. Ach, und jetzt muss ich noch die ganzen Dinge einreißen, die ich gebaut habe. Oh Mann! Ist doch scheiße. Ist doch echt scheiße. So. Alter, willst dich verarschen, oder? Du kleines, dreckiges Spiel. Alter, ich drücke immer schon zwei, so aus Reflex und aus Prinzip. So, das ist noch weg. Das Zombie versucht die ganze Zeit kläglich hier hochzukommen. Wobei es vorhin fast. Alter! Habe ich doch schon wieder einen Pfeil verschossen? Ich habe hier doch keine Pfeile mehr bestimmt. Obwohl, ich glaube, ich sammle die ja immer wieder ein, oder? Mensch. Ah, doch, ich sammle die wieder ein. Hoffe ich zumindest. Ah, immer verschieße ich diese Scheißfeile. Das ist doch nicht normal. Nee, 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 das ist nicht normal. Wahrscheinlich bin ich psychisch gestört. Das könnte man bei mir tatsächlich glauben. So, dann. Noch hin. Okay, was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. Ich habe wohl irgendwie das Fenster gewechselt oder so. Keine Ahnung. Mysteriös. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was hier passiert ist. So, und die Dinger werden jetzt doch hier durch die Querbalken ersetzt. Los, Dirt, geh weg. Dirt will ja keiner. Das ist jetzt doof, ne? Das war echt ein bisschen doof. Also, wie langsam lässt sich das abbauen? Ah, ich glaube, der Dirt geht auch schneller abzubauen. Klingt auch irgendwie logisch, ne? Ich meine, Dirt lässt sich natürlich schnell abbauen als so ein festes Gebälk. Dirt abkrabbeln, Dirt abkrabbeln. Alter. Geh weg, geh weg, 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 weg mit dir. Ja. Was für ein Aiming-Skill. Digga, ich schwör, Junge. Ach Gott, jetzt muss ich hier das ganze Holz platzieren und dann noch die Zwischenplanken. Alles nur für den perfekten Abstieg. Für den perfekten Abgang. Hier auf dem roten Teppich. Hi. Ich glaube, ein höher muss ich noch. So ist das, glaube ich, noch besser. Ne. Ich meine natürlich. Hallo. Achso. Ich drücke immer noch die falschen Knöpfe. Push the buttons and let me know before. Geht doch. Los, Alter, das
voll anstrengend schon. Total auslaugend hier. Ich guck auch mal, wie lange ich gerade schon aufgenommen habe. Okay. Das scheint nicht so extremst wenig zu sein. Ja. Ich glaube, ich mache gleich eine Aufnahmepause. Einfach weil ich es kann und weil ich dann mal hier mein Chickenbrötchen hier zu Ende esse, was ich die ganze Zeit schon bei der Aufnahme vor mir liegen habe. Ich bin ja echt hungrig. Hunger! Aber ich will mich ja nicht beklagen. Ich bin ja kein Noob. So. Na gut, dann mache ich jetzt mal die Aufnahmepause. Oder auch nicht. Moment. So, geht doch. Ich dachte schon, ich wäre dumm. Na gut, eigentlich bin ich das ja, aber... Egal. Oh, hallo Kumpel. Brian. Hallo Brian. They say there is a person who will tell you how to survive in this land. Oh wait, that's me. Close. Okay, dann haben wir schon mal die Funktion des Brians und das Leben des Brians herausgefunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn wir dann unseren Keller zu Ende bauen. Haut rein!